Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Terraria mit Zombie und mir. Wir haben hier ein bisschen gefarmt, haben einiges an Sachen zusammenbekommen. Als erstes den Zauber, den ihr hier gerade von Zombie sieht. Das ist so eine Kugel, eine Feuerkugel, die explodiert und macht dann so Flächenschaden. Ist recht praktisch, ist ein Zoning-Tool und alles. Die Sphäre kennt ihr ja schon, die hat Zombie ein zweites Mal gefunden, die habe ich jetzt auch. Wir haben bestimmt noch Sterne daheim, heißt, ich kann mir ein bisschen Mana machen. Dann habe ich 28 Ektoplasma. Wie viel hast du? 32. Genau, dann habe ich noch ein Schlüsselschwert gefunden. Sogar zweimal, oder hast du mir den zugeworfen? Nee, das ist alles deins. Ja, und Zombie hat es auch noch einmal gefunden. Was gibt's noch zu sagen? Ich habe einen zweiten Kraken gefunden. Ich weiß nicht, ob mir das was bringt. Da ist ein Paladin und was ich gerade eben noch getroppt bekomme. Oh Gott. Wir müssen zu dem hin. Wenn wir nah an ihn dran sind, dann hört er damit auf. Goodbye, my life. Guck doch einfach an ihm dran. Ich habe so wenig Leben, ich habe Angst, an jemanden dran zu stehen. Aber da ist noch was hinter mir. Oh, Magier! Magier! Okay. Außerdem sind gerade die Piraten da. Ja, aber die haben wir bisher ignoriert. Genau. So, warte, dann mache ich mal ganz schnell mein Geld in diese Bank. Nein, hast du mein Geld aufgehoben? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Kein Problem. Okay, und dann, warte, welcher Kraken ist gerade besser? Ich habe zweimal den exakt gleichen Kraken, Zombie. Hä? Und hier, dieses Paladin-Schild habe ich bekommen. Equip Able, 6 Defense, absorb 25% of the damage done to player on your team. Und die Ekte verbaut 25% live. Heißt, ich übernehme Schaden, den Zombie bekommt. Falls es denn mal bei jedem Boss nötig sein sollte. Aua. So, gehen wir ganz nach Hause? Oder bist du schon ganz daheim? Da unten liegt noch 2 Ektoplasma, das würde ich gerne noch mitnehmen. Okay, ich gehe ganz nach Hause. Und verteidige unser Dorf gegen die bösen Piraten. Alter. Ich will doch nur das Ektoplasma da unten aufheben und jetzt kommt hier so ein Megapirat. Kann man irgendwie 2 Jojos gleichzeitig, also dass es dann insgesamt 4 sind? Wahrscheinlich nicht. Nee. Hä? Deine Jojos sind doch jetzt schon viel zu stark. Ja. Jo, ich will mehr. Ja, ich mag die Jojos ja nicht unbedingt so mega. Ja, die sind aber komplett OP in Terraria. Die muss man also quasi benutzen. Ach, stirb, Piraten. Ich wollte kein Event. Geht. Weichet. Ist halt nicht erwünscht. Ach man, ja, das sagt man Piraten auch in echt dann. Nee, wir wollen euch gerade nicht, geht mal. Na, dann gehen sie. Ja. Ach. So lief das damals ab. So realistisch. Gut, schon 50 Piraten getötet. So. Jojo ist echt extrem stark. Unglaublich. Hallo. Naja, von denen bekommt man am Ende viel Geld getroppt, oder? Ja. Immerhin etwas. Aber Zombie ist jetzt auch OP. Na, ich muss meinen Zauber noch reforgen. Und ich würde mir gerne meine Rüstung craften. Willst du mich verteidigen? Kann ich machen. Ja, ich verteidige dich gerne. Ja, ich wollte das Haus zumachen und dass du mich von rechts verteidigst. Aber von rechts kommen sie ja auch nicht, da ist ja das Gebäude im Weg. Und? Braucht man jetzt nur ein Ektoplasma für 2? Ja. Verrückt. Haben die es gepatcht? Weil ich bin mir relativ sicher. Hilfe. Ich hab gedacht, es kommt niemand. Oh. Ja doch, die können doch drüber klettern. Bamba. Ja, ich sollte erstmal irgendwie Zeug in Kisten legen. Inventar ist rappelvoll. So. Die Maske für mehr Mana und weniger Mana-Verbrauch. Die Brust. Und die Hosen. Spectre. Brauche jetzt so viel. Oh, guck mal. Durch das Set bin ich durchsichtig. Und durch die Farbe bin ich jetzt durchsichtig Regenbogenfarben.
Okay, die Rüstung, die Jamel gerade gemacht hat, kann folgendes: Wenn er irgendwas mit einem Zauber trifft, dann kommen diese kleinen Dinger, die ihr gerade gesehen habt, und die verfolgen Gegner. Also man macht quasi Flächenschaden nochmal zusätzlich. Und das ist echt stark. Zu Flächenschaden nochmal zusätzlich Flächenschaden. Heißt, das Feuer ist auch richtig krass, weil es halt zu häufig trifft. Da ist ein Piratenschiff. Go, Maudado. Bring die Piraten um. Ich bring's um, ich bring's um. Okay, das war irgendwie Arbeit. Keine Explosion. Ach genau, und du hast den Dings gefunden. Den Wisp. Nein. Ja, was fliegt da neben dir her? Meine Laterne. Achso, ich habe nämlich einen Wisp gefunden, aber ich will ja meine Fee nicht weglegen, deswegen kannst du den gleich haben. Ja. Den zeige ich dann gleich mal. Nachdem die Piraten endlich weg sind. Oder kann ich jetzt... Wo habe ich ihn denn? Hier. In der Theorie. Nein. Oh Gott. Kann man den hier anlegen? So, anstatt der Fee. Und dann hat man einen Wisp und der macht Licht und geht in jede Richtung, in die ich lenke. Also, wenn ich hier irgendwo hinlaufe, zack, folgt er mir auch in die Richtung. Das ist richtig praktisch zum Ausleuchten. Also viel praktischer als die Fee. Aber die Fee ist halt eine Fee. Die Fee ist halt die Fee. Warum die ist gerade noch negativ haben, deswegen guckt sie immer so komisch aus. Piraten. Ja, Zombie, hier. Wisp in der Bottle. Auch durchsichtig, alles durchsichtig. Dem Papagei da drin geht's nicht ganz gut. Okay, hab ihn repariert. Ach, wir haben den Cyborg auch. Ja. Ach, hier lauter neue NPCs. Ach, und Zombie hat noch einen neuen Raketenwerfer gefunden. Oder denselben? Ach, Maudato muss doch stehen bleiben, das bleibt doch dann auch stehen. Es hat aber noch so wenig HP. Oh! Schwert! Wow. Ja, aber das ist... Hallo? Ich kann keine Zauber mehr einsetzen. Hast du kein Mana? Nein, ich war irgendwie... Gesilenced? Silenced, ja. Frag mich nicht von was. Ah, aber das wird nicht gut sein. Nee. Nee, nee. Ich kann gute Sachen droppen und das Schwert. Natürlich droppt das Schwert die ganze Zeit. Na, das ist erst einmal getroppt. Nein, zweimal, ich hab's auch schon. Hm, zack. Noch irgendwas, was ich wegmachen kann? Wo habe ich die Tür? Ich habe eine Tür zur Mäh. Dungeon Door. Okay. Achso, aus dem Dungeon wegschmeißen. Ach, hast du wieder aufgemacht? Was? Das Haus? Ja. Piraten wurden besiegt. Ach, okay. Endlich. So. Ja. Jetzt können wir eigentlich einen Tempel machen. Du hast den Schlüssel? Ich hatte ihn mal. Oh oh. Jetzt habe ich ihn wieder. Okay, ich habe schon gedacht, du wüsstest nicht mehr in welcher Kiste. Habe ich irgendwas bekommen von den goldenen Möbel, goldene Möbel, goldene Möbel. Ja. Die kann man verkaufen, die goldenen Möbel. Ja, ein bisschen Geld. Und ich müsste eigentlich mal meine Piggy Bank auch noch sortieren. Aber darauf habe ich gerade irgendwie keine Lust. Ja gut, gehen wir zum Tempel. Ich möchte noch eine Sache machen. Und die wäre? Mit dem Goblin reden. Achso, kann ich auch noch irgendwas verbessern? Nö. Das könnte ich noch einmal verbessern. Doch, mein Schlüssel eventuell. Und die Sniper. Die Sniper kann ich eigentlich auch benutzen, weil die habe ich auch gefunden. Die macht echt viel Schaden dafür, dass ich einfach nichts habe. Hier 185% Schaden. Prozent. Ja, ja, 185. Heißt One-Shot. Na gut, gehen wir zum Tempel. Wo hat man die Silberkugeln herbekommen? Ich habe Silberkugeln im Inventar. Wo habe ich die her? Und habe ich auch ein paar Mal im Dungeon von den Snipern bekommen. Nee, ich habe die gekauft, weil das weiß ich auf jeden Fall. Achso, ja, beim Munitionshändler halt. Oh, Steuern. Was, der Munitionshändler? Ja, der Armsdealer, der Waffenhändler. Oh.
Hä, ist gerade richtig verglitscht, wenn ich irgendwo draufklicke, dann klickt das mal zur Seite. Achso. Wieso war eigentlich bei Varro, hat dein Inventar so geblinkt? Das sollte, keine Ahnung. DX-Story. Ich habe an DX-Story noch. Ich hatte irgendwie die 32-Bit-Version, ich denke, es lag daran. So. Ich habe jetzt die 64-Bit-Version verwendet. Die haben irgendwas geupdatet im letzten DX-Story-Update, dass man auswählen kann, ob man den Codec auf 32 oder 64-Bit machen kann. Ich hoffe, es lag daran. Wenn nicht, dann keine Ahnung. Dann muss ich, keine Ahnung, vielleicht meinen Grafiktreiber updaten. Alter, das sollte ich sowieso, der ist, glaube ich, noch auf der GTA-Beta. Einmal ist ziemlich kacke, weil es einen Doppelsprung hat und deswegen eh überall hängen bleibt. Nein. Also wenn man einfach durchgehend normal schnell läuft, dass man eh schneller ist als das Einhorn. Naja, nicht schneller, aber gleich schnell. Sonst, wenn es dann noch in ein Loch reinfällt. Ach, da habe ich lieber meine Luftmobilität. Ach, Flügel sollten wir eigentlich mal machen. Ich habe Flügel, ich habe mir welche gekauft. Ich habe auch einen Turm nach oben gebaut, dass wir den in der Luft töten können, die Flugviecher. Gut, und dann nach dem Tempel machen wir die Flugviecher. Oh, dann können wir auch die, nach dem Tempel können wir ja auch, oder war das erst nach dem Boss? Wann das UFO-Event kommen kann, kann das direkt nach dem Tempel kommen oder erst nach den Dings? Nach dem Tempelboss. Nach dem Tempelboss, ja gut. Und die UFOs findet man meistens oben. Also passt ja sogar. Greifen uns Aliens an. Ja. Das will jeder. Ja, und der Golem droppt jetzt gleich dann diese Beetle-Husk und mit denen kannst du deine Rüstung upgraden. Also deine Schildkrötenrüstung wertest du mit denen auf. Okay. Also da muss man den Boss irgendwie 3-4 Mal töten. Achso, ich kann meine Rüstung, meine Waffe nicht stärker machen, weil... Oh, da war eine Mimik. Was für eine? Eine ganz normale? Ja, war nur so ein blauer Handschuh drin. Hast du, glaube ich, schon gehabt. Ja, finde ich auch. Wo ist eigentlich der Tempel? M. War der nicht da? Da? Ach, Tommy, das ist eine echt gute Frage. Ich sehe ihn gerade nirgends auf meiner Map. Haben wir den noch gar nicht gefunden? Ach, das wäre aber schlecht, weil wir haben echt viel Zeit im Dschungel verbracht. Das da? Nee. Ach, Mimics. Das vielleicht. Und das? Nee, das sieht nach einem Bienennest aus. Nee, auch nicht. Also auf der Map sehe ich ihn nirgends. Ja, wir waren ja auch nicht überall. Ach ja, so viele besiegt. Ja, sonst müssen wir uns so ein Pilzbiom jetzt anlegen, ne? Wegen dem Händler? Ja. Der Schumaitbarren. Da brauchen wir ja auch Chlorophyt. Kann man daraus auch Rüstung machen, oder? Ja, aber ich glaube nicht für dich. Oder normale Nahkampfrüstung. Boah, ist hier eine große Platinum-Erzquelle. Was? Gibt's auf jeder Map zwangsweise einen Tempel? Ja, muss schon, oder? Ja, eben, sonst kommt man ja nicht bis ins letzte, ins Endgame. Wäre ja richtig bescheuert, wenn nicht. Da ist nochmal eine Blandera.
Da ist nochmal König Bienchen. Oh, König Bienchen ist tot. Rechts war ich noch nicht. Also ganz weit rechts gehe ich mal hin. Ja, ich suche auch. Haben aber anscheinend schon zum Hey. Ich fahr mal nach rechts einfach. Kann ja nicht schaden. Hört hier der Dschungel auf? Nö. Okay, hier hört bei mir der Dschungel auf. Hier ist eigentlich richtig viel Platz, wo wir nie waren, wo es sein könnte. Aber hier oben auch. Ach, es gibt so viele Stellen, wo es sein könnte. Ja. Ach, ich benutze die ganze Zeit die falsche Spitzhacke. Habe ich eine andere mit ins Inventar genommen? Wie bitte? Ach, ich habe... Wo habe ich? Ich habe eine andere Spitzhacke mitgenommen, die ich die ganze Zeit mit Auswässern benutze. Ach so. Der nuschelt ja wieder in seinem Bart. Ich habe doch gar kein Bart. Ja, ja. Ich weiß alles über dich, Mordado. Folgt deinem zweiten geheimen AskFM. Ach ja, auf AskFM war ich auch schon Ewigkeit nicht mehr. Auf dem zweiten bist du richtig aktiv, da antwortest du jeden Tag auf die supergeheimen Fragen. Ach nein, er hat meinen Mordado 2-Account gefunden. Ich habe gedacht, er wäre gut getarnt. Ja. Auf AskFM hat man irgendwie immer nur noch die gleichen Fragen bekommen oder richtig bescheuerte Fragen, auf die man gar nicht antworten wollte. Genau deswegen habe ich ein FAQ gemacht. Und wenn jemand nur irgendwas Spezielles fragen will, dann kann er einfach auf Twitter fragen, kriegt eine Antwort und es muss nicht gleich irgendwie öffentlich gepostet werden. Bombay hat eine Antwort gegeben. Huldigt ihm. Ja. Ja, auf Twitter habe ich auch nie gepostet, wenn ich was auf AskFM geschrieben habe. Ach, das hasse ich so sehr, wenn es Leute machen. Diesen Autopost. Wenn dann Twitter so richtig zugespammt wird, wenn Leute irgendwie so nach Monaten mal kurz auf AskFM aktiv sind und dann ihre 30 Fragen beantworten. Und dann ganz Twitter zugespammt ist. Ach, hier sind überall nur Bienennester. Ist der Dungeon? Nein! Warum habe ich den Spiegel ausgerüstet? Weiß ich nicht. Ja, ich auch nicht. Damit du jetzt von einer neuen Stelle aus nach dem Dungeon suchen kannst. Aber ich war doch gerade da am Suchen. Da war ich am Suchen. Dann könnte ich noch hier suchen, aber da war Zombie, glaube ich. Oh je. Wollen wir es offscreen machen? Oder wir wollen wir über ein Thema reden, Zombie? Ich meine, wir haben schon über ein Thema geredet. Vorschlagen. Ach. Dann bin ich doch so schlecht. Soll ich einfach auf Twitter schauen und das erste Wort, was ich lese? Ist dann unser Thema. Okay.